Flugverzögerung. Und deswegen sind die ein bisschen später angekommen. Neo war da ein bisschen forever alone auf dem Event. Aber jetzt sind seine Mates ja da. Beide Teams haben auch ihr erstes Spiel gewonnen gegen eher unbekannte Teams. Und treffen jetzt hier aufeinander und spielen um Platz 1 quasi. Okay, ich habe seine Knife erwartet, aber geht direkt los mit der Pistole. Und Place to Place sehr abwartend. Fnatic eine schöne Aufstellung, die könnte von Lions stammen. Die hatten da, glaube ich, ich meine mich zu erinnern, dass Gob oder so mal die berühmte Lions-Aufstellung in der Pistole analysiert hat, dass sie einfach sehr kompakt stehen. Das sieht man wunderbar auf der Overview. Wirklich da vier Spieler extrem kompakt. A, also eher außerhalb gedeckt. B, eigentlich nicht ganz so sicher, also nicht ganz so krass gedeckt, aber Kerrigan hat gut Kontrolle. Und wird er jetzt auch auf drei Spieler treffen. So, wie schieben seine Mates noch gar nicht. Trace mit First Track im Fenster. So, jetzt in den Go. Oh, und Kerrigan kommt aber weg. Sehr schön gemoved von ihm. Kann auch einen Headshot setzen, holt die Bombe down. Sehr schön auch von den Mates abgedeckt. Bombe gepickt. Schön noch von Kerrigan auf die Flash gewartet und der Hofspieler, der Spieler in der Main da unter der Scheune, unter dem Dach, unter der Markise, whatever, you name it, ist auch gestorben. Somit geht die Pistole an Fnatic. Die Maps sind übrigens nee, nicht das, weil sie als zweites. Tuscan, D2 und Train, falls es in der dritten kommt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es hier im Best of 3 ist. In der Gruppenphase. Beide Gruppe A. In Gruppe B erwartet uns morgen dann noch Navi und Anexis. Das sind die zwei besten Teams. Die anderen sind eigentlich, ja, muss man jetzt nicht unbedingt erwähnen. Die sind jetzt nicht so stark. So, Mitte Go von Place to Play in der Eco. Oh, sie kommen, glaube ich, sogar zum Bombenlegen. Jo, krass. Führt er das da nicht gesehen? Schöne Eco, muss man sagen. Trotz, dass nur Glocks am Start sind. Hier recht easy auf den Spot gekommen und Bombe gelegt. Und somit können sie jetzt auf jeden Fall kaufen. Und möglicherweise auch mehr als man vorher gerechnet hat. Vielleicht sogar direkt schon der AWP. Bei Fox oder dergleichen. Aber Fnatic direkt mit dem Push. Mit Kerrigan und Freeze. Also lass dich nicht verwirren, dass da unten Forest steht, aber das ist natürlich Freeze. Forest spielt ja keine N6 mehr, ist ja zu Go gewechselt vor einer ganzen Weile. Och, Monty schon unten durch. Also super viel Kontrolle. Gerade First Track auch gefallen für zugunsten von Fnatic. Und die Steps hat Modi natürlich auch gehört. Das sieht man auch. Drei Spieler am B. Sauber. Schade, dass der gerade nicht drauf war, wie Modi da raus ist. Aber krass, dass er da noch einen Frag gekriegt hat. Ach, jetzt ist die Overview wieder buggy. Alter. Drecks Overview gerade. So, B aber noch zu zweit gedeckt. Das sollten sie recht easy handeln. Und mit dem zweiten werden sie nicht rechnen. Boah, krass. Jetzt vielleicht doch nur die Chance im 2 gegen 3. Für Place to Play. Ach, schade. Schade von Dossier, wenn er dann nach einem Frag zieht und dann wegkommt, dann können sie vielleicht die Runde noch drehen. So, allerdings die dritte schon für Fnatic. Und so wirklich Probleme haben sie jetzt noch nicht. Wurde auch auf Streetmore diskutiert, welche Sprache die kommunizieren. Und es ist wohl so, dass Polnisch nicht wirklich verständlich ist von Russen. Oder halt andersrum.
Aber ich gehe mal davon aus, dass die vier Russen da ganz normal Russisch reden und Neo einfach ein bisschen versucht, da seine Waypoints selbst zu finden. So, sauber. Mit diesem sehr hoch. Führte direkt ins X, aber macht nur einen. So, und mit Modi rechnen sie wahrscheinlich nicht. Boah, schön. Da hat aber auch irgendwie die Flash gefehlt. Fnatic hat instant angelegt. Und jetzt muss ich erstmal. Ah, jetzt. Natürlich gehe ich jetzt wieder. Ah, das war mal eine fixe Runde. Ganz schwer der Action zu folgen. Also bisher ist auch nur ein Comment, dass es laggt angeblich. Aber es bleibt doch bei dem einen. So, was auffällt, Fnatic auf jeden Fall sehr am Agieren. Blocken hier Place to Play immer wieder im Aufbau. Und zum Beispiel mit vierte Mal in der Katze alleine. Place to Play bekommt dafür aber mit Z immer relativ viel Raum. Aber B steht einfach doch am Ende zu gut. So, die Bombe ist auch noch down. Also entschieden haben sie sich hier für ne noch nichts. Und da sind die Frags in der Mitte gefallen. Da gab es ein Doppel. Oh Mann. Also die Koordination gerade nicht wirklich gut bei den Russen. Krass. Fast eine Fünferrunde. Nur Vierte gestorben an der Katze. Heftig, wie Fnatic einfach mal wieder drüber fährt. Aber so einen wirklich koordinierten Go haben wir jetzt noch nicht gesehen. Also vor die Runde, wo sie Mitte hoch sind, sie sind ja auch in der Eco schon Mitte hoch. Aber Fnatic hat das, glaube ich, gerade super geblockt. Also haben da Place to Play überhaupt nicht die Chance gegeben, das nochmal zu spielen. Weil sie ja wirklich vorher so gut durchgekommen sind. So, Fnatic. Kerrigan wollte davor, hat es aber, glaube ich, abgebrochen. Nimmt Katze ein, Banane ein. Aber Fox war schon sehr weit oben. Trace zur Stelle. Boah! Schön gemacht von Fox, schön gemoved. Und jetzt vielleicht die Chance, hier die Deagle-Eco zu holen. Fox mit seinem zweiten. Nur noch Fries und Vierte. Und sie scheinen schon zu safen. Ja, also Vierte ist dann an der Tür. Die Runde geben sie auf jeden Fall ab. Bitteres Timing dafür Kerrigan am Anfang. Dass Fox da schon so weit oben ist, damit hat er nicht gerechnet. Aber Fries vielleicht mit Ninja. Kit hätte er gehabt, aber bricht es dann auch direkt ab. Vielleicht gibt es hier nochmal ein Duell. Nope. Übrigens auch das erste Event und wahrscheinlich auch das letzte, was ich von Fnatic sehe mit Fürte. Ist glaube ich auch deren letztes Event, wenn mich nicht alles täuscht. Oder DreamHack Bukarest gibt es glaube ich noch. Aber auch nächste Woche oder so, keine Ahnung. Und das ist dann glaube ich wirklich das letzte 1-6-Turnier, was man wahrscheinlich erleben darf. Und wo Fnatic noch mitspielen wird. Fnatic weiterhin mit eher am Agieren statt reagieren. Diesmal Place to Play mit dem Aufbau über unten, über Katze, Tür. Fnatic müsste das relativ früh schon wissen. Boah, das Neo durch die Smoke. Boah, Vierte räumt er auf. Drei Mann. So, Tür-Go jetzt auch angesagt. Overdrive zwar nochmal mit einem Refrag. Boah, schöner Schuss. Aber ob er das gegen drei reißt, ich bezweifle es. Immerhin hatte die Bombe auf dem Rücken. Aber Motti gibt ihm 5 zu 2. Krass. Also die Ekos hier laufen besser bei Place to Play. Fnatic hat auch immer den richtigen Riecher. Die stehen immer so gut immer. Nutzen das komplett aus, dass Place to Play nicht so hundertprozentig gut miteinander kommunizieren können.
Z gestorben und Fries. Boah, der hat halt lange gebraucht und hat auch nebenher den Frag gezogen. Sehr wenig Schaden auch gemacht. Modi ist wieder unten durch. Vierte zieht noch einen von oben. Und Modi könnte da von hinten kommen. Der kann es vielleicht noch drehen. Boah, schade. Vierte hätte da vielleicht weggemusst. Oh Gott. Movement Fail bei Modi. Boah, und das haben sie jetzt natürlich gehört. Oh Mann. Er hätte da locker einen gehabt. Und dann war es nur noch Trace. Aber Trace, da Destroyer. Auch noch Timing Pech gegen ihn. So, schauen wir uns mal die Sets an, Leo. Das war übrigens sein erster Frag. Mal schauen, ob er jetzt auch ins Spiel gefunden hat. Und vielleicht von der Leine gelassen wurde jetzt. Wir sehen sogar die Eco bei Fnatic. Komplett eine Katze versammelt. Oh! Bisschen fahrlässig, da die Katze eingenommen und drei Frags schon mit USPs. Überzahl sogar für für Fnatic. Aber Neo gut hinten rumgeschoben. Boah, da retten sie gerade nochmal die Runde. Sauber. Ah, gut verschoben von Neo. Aber krass, dass sie da die Katze so einfach reingehen. Nicht mal mit einer HE oder so. Für viele Fnatic auch der große Favorit auf den Turniersieg hier. Haben ja eigentlich auch nur drei wirkliche Gegner. Nämlich hier die Russen, dann der Nexus und Navi natürlich. Bin gespannt, wie die Halbfinals dann verlaufen. Sauber. Diesmal hat das Timing gestimmt bei Kerrigan. So, können wir jetzt B rauffahren. Trace aber schon zur Stelle. Die ganzen CTs sind eigentlich schon zur Stelle. Schöne Gegenflash von Trace. Wird da einfach rein. Mates sind auch da. Also sehr gut geschoben von Fnatic. 6 zu 4. Ja, ist natürlich auch schwierig, wenn man nicht gut kommunizieren kann, da einen Fake aufzuziehen. Aber ein Fake wäre auf jeden Fall ein Mittel zum Sieg bei den Russen. Wobei man sagen muss, sie haben halt schon 4 Runden, also so schlecht sieht es ja eigentlich gar nicht aus, wie es vielleicht hier rüberkommen mag. Hinten sind hier noch 2-3 Runden, also 2 Runden wären ja schon eigentlich ganz okay. Ich denke, als CT kann Neo auch ein bisschen mehr allein spielen und ist da nicht so auf die Kommunikation angewiesen. Die Klasse dazu hat er ja allemal. Aber es fällt auf, Place to Play wird doch jetzt relativ viel Raum gegeben. Frieshaut auf zum ersten Mal eine AWP. Oben Mitte. So, verschossen. Lucia kriegt First. Und Fox noch im Z. Sie ziehen den Go auf jeden Fall auf. Boah, jetzt vom Timing. Boah, schön. Das hat vom Timing mal super gepasst. Die Spieler wollten gerade zur Katze zielen. Und Mitte wurde nicht geguckt. Scheiß halte vor Leck. 6 zu 5. Schön. Also doch schon 4 Runden. 5 Runden. Und Fnatic vielleicht sogar mit Eco. Also wenn Fnatic eine Runde holt, dann ist es relativ eindeutig. Und wenn Place to Play eine holt, war es bisher, ging es zumindest relativ fix bisher. Und jetzt haben sie schon den Ausgleich. Irgendwie kommt mir das Spiel sehr Fnatic-lastig vor, obwohl es das überhaupt nicht ist. Overdrive mit AWP. Schauen, was er anrichten kann gegen Fries. Ah, er legt sich leider nicht damit an. Ah, vielleicht wird er mit First Track belohnt im Z. Nope, verschießt. Und kompletter Türsplit. Was heißt Split? Alle 4 Mann unten. Und dort deckt natürlich Vierte.
Zusammen mit Modi dürfte das sein. So, kriegt ein. Modi wartet nach an der Katze. Das ist natürlich jetzt gefährlich. Hätte er vielleicht eher reingehen müssen. Zumal es auch eine AWP ist. Also jetzt kommt es aufs Time-Gewinne ran. Oh nein, da haben sie nicht mit ihm gerechnet. Kerrigan war auch schon Mitte unten. Oh, sauber. Also die Fläche saßen wohl vorzüglich. Oh, schöne Schuss noch von Dossier. Aber nützt alles nichts. Schön verteidigt da am Ende noch. Schöne Banks. Boah, Trace kriegt trotzdem den First Track. Also es fällt auch, es ist auch immer Fox. Das ist aber auch ein bisschen was Einstudiertes. So, immerhin haben die beiden B-Spieler Schaden bekommen. Fries auch ein Headshot durch die Kiste oder so. Boah, krass, wie er einfach nochmal rumzieht und den Frag setzt. Neo, glaube ich, auch zur Stelle. Dann nehmen sie Mitte ein, Fries ist das. Sehr schön. Also da sterben sie wieder einzeln raus. Da werden sie wieder einzeln rausgepflückt, so rum. Und jetzt nur noch Neo und Raumschke. Aber wieder super gepusht von Fries, hat super viel Kontrolle. Aber vielleicht mit dem Boost. Oh, und Trace. So, hat er den Fuß noch gesehen? Ich weiß nicht, aber er kann sich natürlich denken. Boah, schade, aber perfekt gespielt einfach von Trace, wollte ich gerade sagen. Also der Boost wäre hier noch die Möglichkeit, die Runde vielleicht zu drehen, weil das komplett offen war, aber Trace einfach zu krass. 8:6, letzte Runde steht an. Und dann bin ich wirklich auf die CT-Seite gespannt von den Russen plus Neo. Denn entschieden ist hier noch nichts. Sehr weit unten. Oh. So, die Bombe ist auf der Katze. Also, sie wollen ja B ein bisschen zurückdrängen und dann groß gehen. Und das könnte von der Overview her, sieht das gut aus. Boah, ich glaube, Raumschke hat den da auch sogar gesehen im Modi. Ja. Deswegen hat er auch so in die Smoke geguckt. Sehr schön. Und vierte kann nur einen machen. Sauber. Und jetzt müssen sie mal den Go schnell spielen. Zum, vor allen Dingen Highway irgendwie absmoken, abflächen, das wäre jetzt krass. Aber sie lassen sich zu viel Zeit. Fnatic ist jetzt schon wieder am großen Spot drauf. Jetzt wäre fast die gut, beste Entscheidung nochmal zum B, also wieder zum B zu gehen. Boah, wichtiges Duell jetzt von Fox. Wenn er das gewinnt, ist das Spot frei, verliert's aber. Boah, Fries. Boah, das Timing. Aber gut, noch die Pose gewechselt. Sauber. Und Fries mit dem zweiten. Fries mit dem dritten. Schöner Headshot, schön. Boah, was eine Runde von Fries. Aber dennoch, einfach, wenn sie den Go nach, nach dem Katzenblock schnell spielen würden, dann haben sie auf jeden Fall die Runde, wenn da die Flashes in den Highway kommen, die Smokes. Dann hat Fnatic da wenig Chancen, irgendwie noch auf den Spot zu kommen. Aber interessante erste Halbzeit. Und mal schauen, wie jetzt hier vor allen Dingen Neo performt. So, hier gibt es wohl ein Kaffeekränzchen. So, einer hat wieder geschrieben, dass Lecky sei, aber...
nichts machen. Für alle, die das letzte Event, das letzte 1CX-Event übrigens verpasst haben, den Tech Labs Cup, da gibt es die VODs natürlich auch auf meinem Twitch-Channel. Da hat nämlich Place to Play gewonnen im Finale gegen Navi. Auch auf Tuscan. Und ich glaube, da haben sie sogar auch T angefangen und CT danach recht gut runtergespielt oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Heute stehen ja auch noch relativ viele Go-Spiele an. In der EPS, dann nachher spielt noch Nip. Aber ich denke, das Spiel ist hier schon herausragend und lohnt sich anzuschauen. Und wir warten auf die Go zur zweiten Halbzeit. Kann er auch nochmal kurz die Gruppe zeigen oder jetzt nochmal. Da kommen die Restarts, also doch keine Zeit für die Gruppe. Zeige ich nach dem Spiel, nach der Map nochmal. So, Pistol. Boah, beide sehr zügig unterwegs. Und da gibt es direkt das Duell in der Mitte. Sehr schön dosiert mit dem ersten. Die USP ist natürlich im Vorteil da. Sehr schön. Also verdiente First Tracks. Natürlich auch eine bisschen riskante Taktik da von Fnatic. Direkt in A-Rush. Fox hat immer die Bombe gesehen. Und der Bombplant jetzt sehr wichtig, dass man den noch durchkriegt. Und Kerrigan kann es hier noch drehen. Ne, kann er nicht. War der Einzige mit vielen HP. Schöne Pistole, Neo auch mit zwei Frags. Holt sich, glaube ich, sogar den Diffuse. Jupp. Tja, also, wenn Fnatic da eine Smoke gehabt hätte für den Connector, dann wären sie auf jeden Fall easy durchgefahren. Ich meine, ich glaube, es war eine Smoke am Start, die flog aber auf den Spot. Wahrscheinlich hatte nur Vierte die. Aber wie gesagt, immer in die Bombe gelegt. So mit einem Eco danach können sie auf jeden Fall kaufen. So, Dossier wird er gleich zu tun bekommen, genauso wie Neo. Ja, da waren sie schon weit von Neo. Oh. Oh, der eine CT. Ach. Da stirbt er leider. Aber kein Problem, da kann ihm gelegt werden. Kein großer Verlust. Noch die Waffen am Start und Place to Play mit Push. Am Z. Fließt derweil aber schon mit First Strike. Fox nimmt 2. Boah. Das ist jetzt ganz wichtig. Ah, er kommt weg. Super gespielt von Fries. Dass er da wegkommt. Egal mit wie viel HP. Jetzt wird der Retake super schwer. Zumal die T's gute Posis haben. Mit Fries vor allen Dingen. Also Retic über Katze wäre fast besser. Weil damit man da Fries nicht in die Arme läuft, wenn man Mitte hochgeht. Dossier ist aber auch ganz weit weg. Da sparen sie wohl direkt auch. Aber wenn, dann sollten sie jetzt alle sich verpissen. Oh! Dossier hat doch nochmal rübergeschoben. Also vielleicht schaffen sie es doch hier den Retake noch. Zu erfolgreich durchzuziehen. Modi 1. Modi! Oh!
Krass. Also das sah zeitweise echt so aus, als ob sie hier sparen. Sauber. Somit der Ausgleich, 9 zu 9. Aber Bombe wurde wieder gelegt. Und das sichert hier Fnatic den Plan, dem. Nicht den Plant, die Waffen. Play wieder sehr aktiv. Bisschen zu aktiv von Fox vielleicht mit der Smoke. Hat auf jeden Fall die schlechte gehabt. Und Spot jetzt nur noch mit Dossier gedeckt. What? Mann, diese scheiß Lags. Neo rastet irgendwie aus, macht vier Leute oder drei. Eins, zwei, drei, vier. Jo, das hier war das noch. Also es muss Neo gewesen sein. Krass, Mann, ey. Verpasst man einfach mal 4k von Neo. Das ist so ein ekelhaft alter Vorleck. Aber PlaySimple geht jetzt erstmal in Führung. In diesem Spiel. Soweit mich nicht alles täuscht. So, null Problemo. Aber es ist nur Problemo. Zwei Waffen verloren. Also schöne Glock-Eco da von den Russen. Was sage ich denn? Von Fnatic. Von den Dänen Schrägstrich Schweden. So, mal schauen, wie Fnatic das hier aufzieht. Also, Bombe soll zum A gehen. Fries, wie man es kennt, mit AWP auf Tuscan. Z-Gang ein bisschen gebankt, bisschen Präsenz gezeigt. Und jetzt schiebt man komplett rüber, zieht den Katze-Tür-Split auf. Schade, dass die Spieler hier nicht pushen. Haben ein interessantes Doppel, wird leider hier nicht zum Einsatz kommen. Das kommt nur auf Neo, nee, auf Dossier, Romschke und Fox an. Oh, Fox hat echt Pech. Hat er jetzt zum zweiten Mal schon in die Fresse bekommen. Oh nein, Romschke verschießt auch dicke. So, aber Neo lebt noch. Boah, diesmal ist kein Lag da und er holt die ganzen Spieler, sondern stirbt direkt. Da war es nur noch Overdrive. Und da sieht man auch instant den Unterschied. Fnatic hat vorhin eigentlich nie so richtig krass defensiv gestanden, so wie PlaySimple jetzt. Und ja, das wird dann letztendlich halt bestraft. Vor allem, wenn dann die Frags nicht fallen. Ich meine, Fox hat vielleicht ein bisschen Timing-Pech dort gehabt. Wenn die vielleicht einen Ticken später kommt, dann sind sie sehr blind. Und er zieht vielleicht ein, zwei Leute. Aber wenn man so krass defensiv steht, dann kommt es halt aufs Timing an. Und ja, Fnatic spielt einfach nochmal dasselbe. Warum auch nicht? Mal schauen, wie sie es jetzt handeln an der Katze. Fox und Romschke haben da jetzt das Doppel. Fnatic noch sehr weit hinten. An der Tür sind sie bereit. Gepusht wird auch nicht. So, Tür geht auf. So, Tür wieder zu. Diesmal macht Fox ein. Vielleicht nochmal eine Flash in die Katze. Oh, schön, schön ist sie neun her da. Schön die Spieler ausgetänzelt. So, sie wissen, dass Fox noch am Leben ist. Da kommt auch das Pre-Fire zu Fox. Also die Katzendeckung wirklich super schlecht. Das hat man schon besser gesehen. Ah, Bombe down von Overdrive oben, oben. Schön abgeflasht. Also Weltklasse gespielt. Boah, schade. Da wollte Kerrigan die Flash ausnutzen. Echt gut gedacht. Das ist hier auch nur mit 8 HP und Overdrive mit Ave. Also da sollte nichts mehr wirklich anbrennen. Hui. Modi gegen Dossier. Boah. Das hier hat er leider geschossen. Motti hat es die Gunst der Stunde genutzt, ist rumgezogen.
11 zu 11, wieder der Ausgleich. Also schönes Match bisher auf jeden Fall vom Score. Vom Niveau her auf jeden Fall noch ausbaufähig, vor allem bei Place to Plates in der Deckung an der Katze. Ich verstehe echt nicht, warum so viele Leute immer noch Probleme haben mit dem Stream. Reporte das ruhig, wie bekloppt. Also gibt es ja so eine schöne Report-Funktion, könnt ihr ruhig nutzen. Also besser auf jeden Fall als gar nichts zu tun und einen Kommentar zu schreiben. Aber wenn da irgendwas bei Twitch reingeht, dann ändert sich vielleicht was. Und wenn da viele Leute immer wieder reporten, dann, ja, keine Ahnung, vielleicht ändert sich dann langfristig was. Muss ja nicht heißen, dass es sofort dann besser wird, aber das sind ja zwei Klicks und dann ist so ein Report abgesendet. Also FPS-Drops im Spiel habe ich eigentlich nicht. Meine Auslastung ist auch okay. Aber wieder zurück zum Spiel. Ach, da sieht man es. Plastplay steht super um. Aber fände ich noch besser. Schöner Headshot von Kerrigan. Da sieht man, das Banane wird komplett geblockt, aber Fnatic schon super weit durch am Markt. Da ziehen sie sogar ein A-Split auf, oder was? Also Fnatic kann machen, was sie wollen gerade. Das ist halt die Frage, ob das jetzt Pech ist oder... Ich meine, spielt natürlich alles rein, dass der Go an der Katze immer so oft geklappt hat. Also das oft zweimal. Jetzt blocken sie es und Fnatic geht halt auf einen anderen Spot. Also super umgestellt von Fnatic. Super jetzt, ja, greedet kann man fast sogar sagen. Und ich glaube, ich bin mit dem Score nicht ganz hinterher. 13 hat Fnatic doch schon. Hat noch 9-6. 9-6 plus 4, jo. Also 13-11. Und die Eco bei Place to Play. Ah, da sieht man ein bisschen den Unterschied. Place to Play vorhin da einfach so reingefahren und Fnatic diesmal mit einer Flash. Da sieht man schon, das funktioniert viel besser bei Fnatic. Neo darf nochmal. Und wie Neo nochmal darf. Aber schade. Schöne Respekt-Chelle aber noch. Einfach zu zeigen, hey, ich bin auch noch auf dem Server. Moment, 18-8 Stats. Kann sich das auch sehen lassen. Aber da muss mehr von seinen Mates kommen. Kann auch Neo nicht viel machen, wenn da die ganze Zeit seine Mates einfach sterben. So, da werden sie, da riskieren sie jetzt nochmal. Das gefällt mir, dass sie da jetzt nicht weiter in Defensiv stehen, denn so hat es nicht geklappt. Fox hat da leider dicke Probleme, den First Check zu setzen. Oh, und auch Romschke macht keinen. Macht immerhin Schaden. Ach. Mann, wie schnell die Runden dann aber auch immer vorbei sind. Und nur noch Overdrive mit Abe. Von dem haben wir auch wirklich gar nichts gesehen. Die Abe super schlecht eigentlich eingesetzt am B. Er saved sie auch. Also er sollte sie wieder abgeben. Von mir aus auch an Dossier, der am großen bisschen was machen kann. Denn B ist nicht das Problem. Da sind sie einmal durchgekommen. Da kam auch die Kontrolle mit... ja, so einfach mit M4 behalten. So, Fnatic also schon mal das Draw safe. Place to Play noch mit 11 Runden. Und die Arbe, hat er sie behalten oder nicht? Leider ja. Aber sehr gut. Ja, sehr gute Schlüsse rausgezogen.
Fnatic nochmal mit ihrem Go, den wir vorhin schon zweimal gesehen haben. Und endlich mal auf First Track für Fox. Unten hat er geblockt, sehr schön. Und Fnatic muss das abbrechen. Und wenn Plesplay vorhin aufgepasst hat, dann wissen sie, dass das der Go war. Fnatic am rüberschieben. Da, sehr schön. Also Plesplay hat auch von der Aufstellung her umgestellt. Dadurch, dass Overdrive die AWP mit da oben hat, ist Neo jetzt am B. Sogar allein. So, vom Support hat Neo da aber keinen. Er kommt es gleich mit allen möglichen Leuten zu tun. Oh, da gibt es sogar den Hausboost. Nein, gefailt. Da reagieren sie nicht gut am A. Modi einfach gerade besser geschossen. Wow, Overdrive macht mal einen mit Abe. Aber B ist halt offen. Krasse Runde von Modi. Einfach Weltklasse. Und da war es nur noch Dossier. Das wird wohl die erste Map für Fnatic sein. Dossier hat auch noch nicht mal ein Kit. Fries macht's. GG. Erste Map geht an Fnatic. Wir sehen uns gleich auf das 2 wieder. Bis gleich.